einfach aus wie ein fettes Gespenst. Hallo, na und willkommen bei einer neuen Folge Köchenchaos. Yay, dem besten Backformat auf ganz YouTube nicht. Und es ist unglaublich heiß heute und Philipp eskaliert komplett nackt hinter der Kamera. Das kann ich leider nicht reinschneiden. Dein Lachen bestätigt es nur. Und weil es unglaublich heiß heute ist, habe ich mir gedacht, was isst man am liebsten bei so heißem Wetter? Richtig, Wassermelone. Steine. Auch. Und ich habe heute sogar die passende Kette dafür an. Es ist nicht wunderschön, sie ist schon ganz alt und verblichen. Der Philipp hat sie mir damals geschenkt, bevor wir zusammengekommen sind, als kleines Bestechungsgeschenk, damit ich ihn ranlasse. Was ist denn jetzt los? Was? Das ist die Hitze, die mir zu Kopf steigt. Und ich habe mich davon inspirieren lassen, sehe heute auch aus wie eine Wassermelone. Und wir backen heute ein, hoffentlich, 3D-Motiv-Torten-Wassermelonenkuchen. Und wie immer ist das Originalrezept in der Infobox. Es ist von How to Cake It, wenn ich das richtig... Hier, dann, da und so. Und wir wollen mal damit anfangen, dass wir 3 Kuchen backen für das Innenleben. Damit starten wir. Und wir machen wie immer den veganen Biskuitbohnen. Hast du mir gerade den hier gezeigt? Nein. Nein. Ich euch aber reingeguckt. Wie ist das denn mit euch? Mögt ihr Wassermelone? Ja oder nein? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare oder postet einfach nur das Melonen-Emoji. Das finde ich ja persönlich sehr, sehr schön. Und für noch mehr Küchenchaos, abonniert den Kanal, damit wir hier weiterkommen und unsere Ziele verfolgen können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Und ihr könnt wie immer, wenn ihr mir Vorschläge für Kuchen schicken wollt, schreibt die gerne an diekupferfuchs@gmail.com. Da könnt ihr mir immer Rezepte und alles hinschreiben. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Willst du den Tomatenstock haben, krieg ich ein Pfötchen dafür. Oh, klasse, komm, dann darfst du mal reinbeißen. Ich brauche Mehl, Zuckersprudelwasser, Pflanzenfett, Backpulver und Vanillezucker, denn wir machen wie immer das vegane Speckwurst. Rezept. Ich weiß gar nicht, wie das verlistet. Mir ist das noch komplett neu jetzt wegen dem neuen Setup, als ich einfach in ein YouTube-Video auch reinlaufe. Tut mir total leid, Leute. Ja. Wir werden mich jetzt vielleicht öfter sehen. Den Philipp Steuer, abonniert Philipp Steuer. Das ist der zweite Link in der Infobox, weil der erste ist mein Shop. Yay! Kauft jetzt mein Zeug. Das ist billige Werbung. Ich blende sie hier ein. Kauft meinen Scheiß. So, das ist natürlich für YouTube. Also, chillt mal. Ja, noch mehr. Warum liegt denn hier eine Limette? Das ist eine Schranklimette. Es gibt keine Schranklimette. Die ist auch noch gar nicht reif. Was habe ich denn da gekauft heute? Schau mal eben die Form hier. Geht das so rum? Der kann doch nicht weg sein. Küchenchaos. Der Boden war doch letztens schon weg. Echt? Ja, dann müssen wir das halt anders machen. Ja, wir starten mal. Wir haben leider eine Form nicht. Deswegen müssen wir jetzt insgesamt eigentlich 3, 2 davon und einen hiervon, damit das später so eine Melonenform gibt. Wir starten jetzt aber erstmal mit den beiden hier und machen dann nachher noch einen nachträglich. Und zwar machen wir diese guten, tollen Biskuitböden und färben die dann einfach rot ein, weil das quasi das Innenleben von unserer Melone wird. Kann Zucker ablaufen? Was passiert denn mit Zucker, wenn der abgelaufen ist? Ist der dann nicht mehr süß? Oder was ist damit? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Zucker irgendwann abläuft. Genau wie Mehl. Bitte. Wichtig, Ofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ich habe gehört, Vorheizen ist Quatsch. Ich habe es irgendwie kaputt gemacht. Oh no, ich habe es kaputt gemacht. Was hast du denn gemacht? Nein, ich habe den Deckel abgerissen aus Versehen. Warum denn? Ich dumm bin. Dann musst du es jetzt austrinken. Okay. Dann bin ich schön durchgespült. Ich muss mir mal die Hände waschen. Alles voller Öl. Valentin, ey. Wir kriegen es nicht länger. Ich habe es gerade schon versucht. Tut mir leid. Dann muss ich hier rüber gehen zum Rühren. Okay, ciao. Rühren! Wir haben jetzt zwar den Boden verloren von dieser Form, aber wir haben jetzt diese hier gefunden, die ungefähr gleich groß ist. Und ich kleide das jetzt einfach am Rand so ein bisschen noch mit Alufolie aus, damit das hier reinpasst und wir uns den ganzen Melonenhaufen backen können auf einmal. Hahaha. So, müssen wir das mit dem Handy filmen, weil wir müssen den Teig jetzt noch rot einfärben, damit er rot ist. Ja. Lol. So. Rot, 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 rot. Ich bin mal gespannt. Ich rühre das schon mal unter. Wow. Wow, es war nicht rot genug. Hallo, doch, komm. Das muss noch röterer sein. Ich denke schon, Melone ist auch nicht feuerrot. Nee, nicht ganz, aber das sieht schon ein bisschen aus wie eine Melone. Wow. Boah, sieht ganz gut aus. Holy moly. Ich will aber doch noch ein bisschen mehr. Ist mir noch nicht rot genug. Ja, komm, lass es so. Geht voll klar. Die gute Sonnenblumenmargarine von Kaufland. Die ist perfekt zum Einschmeiern.
Ich nehme jetzt nämlich heute mal nicht das Backtrennspray. Das hat nämlich die letzten Male nicht so geil funktioniert. Ich greife jetzt aufs häusliche Margarine einfetten mit dem Pinsel zurück. Und da kommen gleich in den Teig, der jetzt so wundervoll rot geworden ist, noch Schokostückchen rein, um die Melonenkerne zu simulieren. Dazu aber gleich mehr. Schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt überlege ich gerade, wie ich den hinstelle, ob ich ihn einfach in das Silikon-Ding reinstelle. Was war gleich nochmal der nächste Meilenstein? Ah, das kannst du vielleicht nochmal sagen. Der nächste Meilenstein ist jetzt bei 180.000 und zwar backen wir da, soweit ich mich erinnere, den Todesstern-Kuchen. Ja. Kuchen, Todesstern als Kuchen. Okay, pass auf, ich brauche meine Schokolinsen. Schokotröpfchen, unsere Schokotröpfchen, nämlich nicht eure, unsere. Steht nämlich drauf. Ist nämlich gar nichts rausgefallen. Kaum. Und die kommen jetzt in den Teig mit rein und simulieren hoffentlich, wenn sie nicht aufgehen und zerplatzen und zerschmelzen, was ich nicht hoffe, was sie nicht tun sollten, simulieren die geilen Melonenkerne, die man so gerne isst. Mmh, züchtet endlich mal Melonen ohne Kerne. Ich packe jetzt mal eine Handvoll da rein und dann verrühre ich das und dann gucken wir mal, ob das cool wird. Es müssen ja nicht viele sein. Wir haben eine relativ kernarme Melone, das heißt, sie ist sehr teuer gewesen. Das verrühren wir jetzt, dann wird das in drei Teile hier aufgeteilt, in die runde Kugel, also in die Halbkugel und zweimal in den kleinen Dingsbums hier und dann geht das erstmal in den Ofen. Ja, Moment. Und der Ole denkt sich so, was de Flölölöp? Was de Flölölöp? Ich will essen, de Flölölöp. Ich brauche die Backzeit, mein Schatz. 30 Minuten. Ernsthaft? Ja. Bei? 180. Na gut. Zweimal und das hier. Okay, ciao. Ja. Das Ding ist, Mukbang funktioniert bei mir gar nicht, weil ich mir das Maul immer so vollstopfe, dass ich gar nicht essen oder reden kann vor lauter Kauen. So, wir machen jetzt als nächstes eine Margarine-Creme für dazwischen. Und dafür nehme ich einfach 250 Gramm Sojamargarine und eine komplette Packung Puderzucker. Puderzucker. Und hau das zusammen und ja, dann sehen wir weiter. Du hast mir heute zu wenig Beteiligung bislang am YouTube-Video. Ja, die Leute wollen dich. Ja, die ja, wollen aber dich aber haben. Ja. Nein, du sollst dich weniger zurückhalten. Tue ich doch gar nicht. Okay, ciao. Okay, okay. Schreib mich nicht an. Schreib mich nicht an. Ich färbe das jetzt rot ein, dann kommen da Schokotropfis rein. Ja, mach ich. Zumindest war das so der Plan, wenn ich hier das Ding aufkriege. Achso, das geht immer noch nicht auf, die Gappe. Ist auf jeden Fall nur bis 2022 haltbar. Das ist bei dem Kanal. Beeilen. Da müssen wir uns hier beeilen, aber. Weil, wie wir alle wissen, Lebensmittelfarbe wird hier ja grundsätzlich schlecht. So, das kommt jetzt einmal da rein. Die Puder-Lebensmittelfarbe. Ich habe nämlich festgestellt, dass diese Gel-Lebensmittelfarbe. Ach, meine Hände ist ausgegangen. Na toll, Philipp. Rote Farbe kommt hinein, weil wegen roter Creme und so. Da, guck dir die hier an. Perfekt, ja, klar. Wird gar nicht richtig rot. Ich hätte es halt schon gerne rot. Wo ist denn das Problem von dir? Und dann ist das im Nachhinein so gehäckselte Läuse oder sowas. Ich würde es jetzt so lassen. Ja, zeig mal. Ich würd, dann ist es so ein bisschen rosa. Jetzt muss, eigentlich muss es rot sein, ne? Ah, ich würde den Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten. Jo, es ist leider nicht ganz so melonig, sondern eher so gehäckselter Flamingo-mäßig geworden. Ist mir egal, ich packe da jetzt nicht noch mehr Farbe rein. Die ist nur bis 2022 haltbar. Ich möchte da auch mal dran kratzen. Da kommen jetzt aber noch ein paar Schokotröpfchen rein. Weil das ja die Melonenkerne sind. Und wir wollen ja eine melonenkernige Melonenkernkuchen-Torte, Dingsbums. Stell das doch mal bitte kühl an ihn. In der Zeit kann nämlich noch der Kuchen ein bisschen gedeihen. So, wir machen jetzt weiße Creme. Die kommt nämlich nachher im besten Fall einmal drumherum. Und der Kuchen sollte auch gleich fertig sein. Ich bin so aufgeregt. Ja, oh. Warte. Oh, Alter, jetzt sind es hier 1000 Grad. Ich verrecke einfach. Schwimmelig. Aber das sieht gut aus. Gut geworden. Das sieht gut aus. Wow. Ah, warte, aber ich weiß nicht, ob der durch ist. Ich gucke mal lieber schnell nach. Stäbchentest! Ja, er ist durch. Geil. Ich raste auf. Bis hierhin läuft es sehr gut. Sehr, sehr gut. Uah, schwupp. Ofen zu. Gott.
Aufruf zur Hölle. Ich backe nie wieder im Sommer. Autsch. Okay, wir kümmern uns jetzt mal um die Kuchen. Denn daraus bauen wir jetzt unsere Melonie. Denn so spricht man das aus. Und ich fange, glaube ich, erstmal mit dem an, der einigermaßen hier rausgegangen ist aus der, oder rausgehen wird aus der Form, weil ich ihm das sage. Los, du Schwein, geh da jetzt raus. Ja. Das ist jetzt Vorführeffekt. Ich bin halt die Kamera doch gewackelt. Und? Lecker wie immer. Da will ich den anderen rausholen. Auf gar keinen Fall. Du machst das nur kaputt. Willst du wirklich? Ist der schwierigere. Ich will den rausholen. Ja, aber warte, den hier muss ich erstmal anschneiden. Der ist doch noch gar nicht dran, Philly. Mann, du! Nein. Ich will auch einen kleinen. So weit sind wir noch nicht. Jetzt verwirrst du mich hier und machst mich so fuddelig, dass ich da gar nicht richtig schneide. Oh, mach schön. Soll ich draufhalten, der Hand? Nein, das habe ich schon kaputt gemacht, weil du hier Spökes mit mir machst und so Sachen sagst und tust. Oh, Haschel! Und jetzt brauchen wir auch noch gar nicht den anderen Hund. Jetzt brauche ich erstmal die Creme, die ich gemacht habe. Die ist da hinten. Und die kommt hier jetzt nämlich in die Zwischenräume. Mhm. Bis hierhin läuft es sehr gut. Das ist das Praktische, wenn man hier so eine kleine Naschschüssel hat, auch falls ihr schon Kinder habt. Dann naschen die euch nicht den Kuchen, während ihr den macht weg, weil eure Kinder vielleicht zufällig 1,90 Meter und ihr nur 1,75 seid, 57. Da war aber gerade ganz die Wunschdenken dabei. Masse. Da war so ein Anfang! Tripp. Ich brauche einen Schwupp. Jetzt hat er so voll das Gesichtsding. Sieht aus wie dieser Ball aus Castaway. Ja. Ne? Die ist ein bisschen schief, oder habe ich einen Knick in der Optik? Aber kannst du das am Ende nicht noch ein bisschen mit Fondant retten? Du glaubst wirklich, dass ich in der Lage bin, mit Fondant irgendwas zu retten? Ja, ich glaube fest an dich. Ich liebe dich, ich habe dich geheiratet. Du bist mein Augenstern. Ich habe viel zu viel Creme gemacht. Was eine Kappe ist. Was mache ich jetzt damit? Essen. Hm. Oh, jetzt das, was am meisten Spaß macht. Ist ja nur so, dass ich das machen wollte. Es kommt nicht raus. Komm her, mach du das. Bitte mach es nicht kaputt. Na, ja doch, mach es. Ah, Svenja, Mama. Ja, ja. Einsame Lohn. Hallo, hast du gesehen, wie cool ich das? Der sieht von deiner Seite aus gar nicht so geil wie von meiner. Das müssen wir gleich mal ändern. Oh, hoppala. So. Der sieht von meiner eigentlich besser aus als von deiner. Hä, gar nicht. Ist doch voll schief. Du bist schief. Ich finde ja, ich habe an der Stelle hier das jetzt mindestens mal verdient, dass ihr alle pausiert und auf Like drückt, weil es bis hierhin einfach so melonig gut geworden ist. Ist ja meine Meinung. Du bist nicht. Hashtag Melonenfuchs. Oder ihr postet mir ein Melonen-Emoji in die Kommentare. Oder Melonen-Fanart. Das wird hier der neue Freund von Schwibbelschwabbel. Ja, Alter, hallo. Ohne Scheiß, jetzt wirkt es einfach mega cool. Gar nicht! So? Ja, viel besser. Ja, aber wieso Schwibbel? Es muss ja nicht dann scheiße sein. Ich hab mir ja sagen lassen, dass Schwibbelschwabbel auch Feinde hat. aber ich sag mal so, welcher Kuchen hat hier Fanart? Richtig. Ich glaube meiner. Ich bin wirklich begeistert. Bis hierhin, mal ohne Witz, sieht das überhaupt nicht aus wie sonst. Damit meine ich, es sieht gut aus. Hey, du sagst sonst immer, dass das gut aussieht, die Sachen, die ich mache. Lügst du etwa sonst? Ja, ich muss dich bis zum Ende motivieren. Wenn du in einem, in der meisten Zeit sabotierst du mich. Wenn du einem Formel-1-Fahrer auf den letzten drei Runden sagst, Digga. Sieht schlecht für dich aus. 25, da wird schwierig mit dem ersten Platz. Geh schon mal parken. Ich weiß auch nicht, warum das Ding so schief ist. Ja, da ist perfekt, jetzt kriegst du Fondant. Ah, das ist aber noch ziemlich. Oh, da müssen wir noch einiges ausrollen. Ah, hier Ausrollgeräusche machen. Ach, und fertig. Super. Ah, der ist gut ausgerollt. Ich glaube, die ist nicht lang genug. Befürchte ich. Schon ich wieder mal. Ja. Das wird doch jetzt schon nichts, ne? Sieht einfach aus wie ein fettes Gespenst. Aber sagen wir, es von einer Seite schön macht, scheiß auf die andere. Nein. Bei der anderen wirst du es eh nicht runterkriegen. Sag das nicht. Und der ganze Scheißkuchen hier verrutscht. Und jetzt habe ich auch noch ein Loch da oben reingemacht. Ich mal das jetzt an und dann sieht es auch aus wie eine Melone. Ja. So, ich wichse jetzt mit etwas Lebensmittelfarbe und Wasser Farbe für die Melone an. Es werden
im besten Fall 3 Grüntöne. Und ich drehe die gleich einfach so, dass ihr den schlimmen Teil davon nicht mehr seht. Aber es wird nicht so richtig grün, ne? Es verläuft so. Also irgendwie hält das hier nicht so richtig. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser genommen. Das sieht irgendwie komisch aus. Das ist so eine Wassermelone, die eigentlich perfekt gewachsen ist, aber im entscheidenden Moment, weißt du, da wollte die einer von der Plantage zu dem anderen zuwerfen, der unten nicht auf dem Dann ist sie runtergefallen. Nee, ja, aber wir haben ja gelernt, man soll alles Obst, gerade Gurken soll man trotzdem essen. Und dann hat er die so geworfen, ne, aber nicht weit genug, und dann ist die genau mit der Kante auf die LKW-Kante gefallen, dann runter. Und dann hat sie aber gesagt, doch, das ist eine gute Melone, nehmen wir mit. Die ist ja auch, es gibt ja auch herzförmige Melonen. Ja, sowas, das, ne? Mit, ja, das ist natürlich eine, die, ja. Ja, warte mal ab. Das ist nämlich eine Leopardenmelone. Eine berühmte grüne, schiefe Leopardenmelone. Kennt die? Die kölsche Melone. Ist das. Das ist die Kupferfuchsmelone. Lästert ihr nur. Ich finde, das ist super geworden, Schatz. Wirklich. Ich glaube, da kann man dir auch mal wirklich sagen, gut gemacht. Hut ab. Philipp? Bitte. Das klingt alles total ironisch. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Vor allem, es war ja auch schon wieder alles gut bis zu einer gewissen Stelle. Ja. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Ja, dieses Ringlicht, was wir hier benutzen, das schmilzt halt unnormal schnell. 3000 Watt. Das muss man halt, das darf man aber auch nicht außer Acht lassen, finde ich. Das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt in der Küche stehe und einfach nur das Licht durchs Fenster scheint. Sondern es ist ja einfach mega der mörderheiße Strahler hier. Ich weiß gar nicht, wie das andere Backkanäle machen. Was könnte das denn sonst sein? Ein grüner Hut? Das könnte auch so ein Tropenhelm sein, ne? Oder so ein Facehugger. Blablabla. Ich würde sagen, das ist eher so ein Facehugger. Komm, wir schneiden das Ding mal an. Sind wir soweit, Philipp? Ich hab hier drauf schön rangezoomt. Ja. Oh, aber oh. Oh. Oh, das ist cool. Das sieht cool aus. Ja, das sieht ein bisschen cool aus. Ja, das sieht so ein bisschen melonisch aus. Also noch meloniger aus, finde ich. Es ist ein bisschen. Es geht so, aber kommt schon. So schlimm ist es nicht. Komm, wir probieren das mal. Mmh. Oh, der schmeckt richtig lecker. Der ist hart an der Grenze, was süß angeht. Ich finde den perfekt. Aber insgesamt schmeckt er sehr gut. Super lecker. Ja. Wartet kurz. Darauf erstmal ein Prost aus meiner köstlichen Melonentasse. Da war gar nichts drin, ich wollte nur die Melonentasse zeigen. Ja, okay, kommt. Es ist jetzt vielleicht keine Melone, die einen Schönheitswettbewerb gewinnt, aber sie ist irgendwie, ich bin stolz drauf, sie ist ein bisschen cool geworden. Und außerdem schmeckt sie total gut. Mir gefällt sie. Lass mir doch gerne einmal einen Daumen für diese spezielle Melone da. Besondere. Am liebsten diese besondere Melone. Am liebsten einen nach oben. Das freut das Melonenherz natürlich immer am meisten. Und abonniert den Kanal. Und wenn ihr das schon gemacht habt, macht die Glocke an. Gottverdammt, macht die Glocke an. Ich will das bis nach Köln läuten hören. Und hier habt ihr jetzt noch 2 weitere Videos von mir. Wir sehen uns wie immer nächste Woche in einem neuen Video von mir wieder. Macht es gut. Bis dahin. Abonniert den Philipp. Tschüss.